ist warm. Willst du mehr? Ich war nie in der Wohnung. Ich hab die Schlüssel so einem Kerl gegeben. Er hat etwas gesucht. Er hatte viel Geld. Wie hieß dieser Typ? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Ich weiß es. Shepard. Er heißt John Shepard. Mehr weiß ich nicht. So, das war doch gar nicht so schwer, oder? Es war wirklich romantisch mit dir. Aber ich muss los. Man sieht sich, Loverboy. Zeit zu verschwinden. Mein Kopf explodiert gleich. Ich suche Paco. Paco? Hier gibt's keinen verdammten Paco. Verpiss dich. Sind Sie absolut sicher? Er ist im Büro. Ah, die Treppe hoch. Erschreckt. So eine verrückte Nutte war heute hier und hat nach der Wohnung in der Marble Street gefragt. Ich weiß nicht, was du da treibst, ist auch egal. Aber was auch immer es ist, es fällt langsam auf. Hör zu, ich weiß, du hast mich vor dem Knast gerettet. Aber die Nutte hat mich fast gekillt. Ich hab gemacht, was du wolltest. Ich glaube, wir beide sind jetzt quitt, hä? Hey, das macht keinen Scheiß. Nein, nein. Warte, ich kann dir doch noch helfen. Nein, nein, nicht schießen. Ah!
Madison Page. Was wollte eine Journalistin hier? Orchideenduftstoff. Der beschissene Origami-Killer. Paco Mendez war kein Heiliger. Sein Vorstrafenregister ist so dick wie ein Telefonbuch. Irgendetwas hat der Killer gesucht. Eine Kugel genau zwischen die Augen. Sofort tot. Kaliber 45. Kaliber 45. Halbautomatik. Wieder Madison Page. Sie könnte eine Zeugin sein. Seine Jackentasche. Ich habe sie beim Kampf abgerissen. Zwei Belege von derselben Tankstelle. Interessant. Sagte, er heißt John.
Ethan, ist alles okay? Ich bin ein Mörder. Ich wollte es nicht. Ich hatte keine Wahl. Sie sind nicht der Origami-Killer. Sie haben diese Morde nicht auf dem Gewissen. Ich kann's beweisen. Das ändert gar nichts. Es zählt nur noch, Sean zu retten.